Den Namen Napoli verbindet viele Deutsche, die in ihrer Jugend den Namen zum ersten Mal hörten, als Kind und von ihren Eltern erzählt bekommen haben, dass die ersten italienischen Gastarbeiter nach Deutschland kommen. Durch den Besuch von Napoli über meinen Dienstweg bei Dreharbeiten hier in Napoli verstehe ich, dass die Italiener auch nach kürzester Zeit hier in Deutschland als Gastarbeiter immer Heimweh hatten. Eine pulsierende, lebendige Stadt, eben Italien. Eine Stadt mit ihrem eigenen Temperament, mit ihrer eigenen Schönheit und natürlich für die italienischen Gastarbeiter die Verbundenheit der zurückgebliebenen Familienmitglieder. Heute ist Napoli nicht mehr die Auswanderungsstadt. Heute kommen andere Immigranten nach Napoli, um zu arbeiten. Die Welt ist kleiner geworden und Napoli ist dabei, die Immigranten auch aufzunehmen.